In diesem Video möchte ich so eine kleine Unterscheidung machen, eine kleine Erklärung. Und zwar geht es mir um den Unterschied zwischen einem Lernangebot und einem Angebot aus dem Bereich unterstützte Kommunikation, also ein Kommunikationsförderangebot. Und auch da können wir ja noch unterscheiden zwischen Üben und Modeling. Ich fange jetzt mal mit einem konkreten Beispiel an, und zwar mit diesen Stapeltieren. Also wir nehmen da an, das ist irgendwie interessant, das Thema Tiere. Stapeln und so weiter. Also damit kann man ja einiges machen und daraus könnte man jetzt natürlich einfach eine Beschäftigung machen. Mir geht es jetzt um ein Lernangebot und da sehen wir schon, ich könnte zum Beispiel hier etwas machen, nämlich eine visuelle Hilfe, eine Anleitung, wie man die Tiere jetzt stapeln soll. In dem Fall habe ich jetzt auch Metacom-Symbole dafür verwendet und daran sieht man schon, nur weil jetzt Metacom-Symbole da sind, hat das mit aktiver Kommunikation, Unterstützerkommunikation nicht wirklich viel zu tun, sondern jetzt geht es ja eher um eine visuelle Anleitung, nach der jetzt quasi erst der Fuchs, dann der Bär, dann die Schildkröte, dann der Vogel. Wow, kriege ich das hin? Wunderbar. Also hier geht es ja eher quasi um eine Anleitung, eine Strukturierung für eine Aufgabenstellung. Auch mit Symbolen, hat aber erstmal weniger mit Kommunikation zu tun, sondern eher mit Lernen. Und das könnten wir jetzt natürlich auch anders gestalten. Zum Beispiel, auch hier wieder bleibe ich dabei, bei Symbolen. Und zwar vielleicht mit einer Aufgabenstellung. Zum Beispiel nehmen wir mal, der Fuchs ist unter dem Bär. Der Fuchs ist unter dem Bären. So. Oder eine andere Aufgabe könnte auch sein, der Vogel ist über der Schildkröte. Da sieht man es, Motorik. Ah, das ist gar nicht so einfach. So. Auch das wäre jetzt ja eher eine Strukturierung, eine visuelle Hilfe und so weiter. Trotz Symbole hat das jetzt erstmal mit UK nicht wirklich viel zu tun. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel den Talker dazu nehmen und man jetzt meinetwegen sagen würde, wir haben jetzt diese Aufgabenstellung gehabt und gleichzeitig nehmen wir jetzt meinetwegen den Talker oder sowas dazu und jetzt könnte man zum Beispiel auch sagen, also man könnte das jetzt praktisch versuchen, mit dem Talker nachzusagen. Der Fuchs Fuchs. ist unter Unter. dem Bären, aber ich bleibe mal bei Bär. Wo ist er denn? Bei Zoo? Da. Bär. Fuchs unter Bär. Genau. Also jetzt ist zwar der Talker dabei, aber letztendlich hat es trotzdem eher was mit Lernen zu tun. Von daher ist es nur, auch wenn jetzt eine Kommunikationshilfe da ist, auch nicht automatisch ein richtiges Kommunikationsangebot. Ein bisschen anders könnte es vielleicht aussehen, wenn wir vielleicht erstmal bei den Symbolen bleiben oder sowas. Und es geht jetzt meinetwegen darum, ich hätte jetzt meinetwegen diese Tiere und dass ich gebe eine Auswahl. Also üben ist ja meistens so, dass es so gestaltet ist, dass die Person es möglichst schnell versteht und kann. Und zwar schon möglichst in der Situation. Also mein Material, meine Situation wird so gestaltet, dass die Person einen Erfolg machen könnte. Und ich könnte jetzt eine Auswahl anbieten. Und wenn die Person darauf zeigt, dann gebe ich ihr das oder stelle es dann für sie dahin. Ne? Der Fuchs, jetzt wird schon schwieriger. Der Bär, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und die Schildkröte. Wupp. Tada! Das gleiche könnten wir jetzt natürlich auch mit dem Talker machen, dass es die Person mir hier die Tiere sagt und dann gebe ich ihr das Tier oder stelle es für sie dahin und so weiter. Also hier geht es eher darum, dass die Person hier aktiv wird mit den Symbolen, mit dem Talker und so weiter und dadurch eben eine Lernerfahrung machen kann, dass sie Einfluss hat, dass sie was bewirkt und letztendlich, dass sie aktiv ist. Ein bisschen anders würde es vielleicht beim Modeling aussehen. Hoppala, das wäre jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel beim Modeling. Wir haben das gemacht und dann könnte ich jetzt schnell modeln sowas wie. Ups. Ups, das ist umgefallen. Oje, oje. Das heißt, beim Modeln geht es jetzt ja eher darum, dass wir das zusammen machen.
wir haben die Tiere hier und vielleicht bauen wir das und entweder könnte, also wenn das Kind den Bären nimmt, könnte ich sagen, ah, guck mal, was du genommen hast, du hast gerade den Bär genommen. Bär. Ne? Und dann könnte ich modeln. Und was, was kommt jetzt? Das Kind nimmt meinetwegen jetzt die Schildkröte. Und dann könnte ich wieder sagen, ah, guck mal, und jetzt hast du die Schildkröte. Und weiter modeln. Und was jetzt? Was? Ne, und dann könnte man irgendwie das da, upp, jetzt geht's schon wieder los. Dann könnte man das, oh je. Oh je. Oh je. Ups. Ups. Das ist umgefallen. Das ist ja irgendwie doof. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht das ist nicht ein großes Problem. Wir können das ja weitermachen. Sollen wir das nochmal? Nochmal. Nochmal. Dann kann das Kind wieder Bären nehmen und so weiter. Und ich könnte weiterhin modeln, was die Person da macht. Ich könnte kommentieren und fragen. Das heißt, beim Modeln geht es ja darum, dass ich als Kommunikationspartner die Kommunikationshilfe benutze als Modell. Die Person selber muss dabei gar nichts machen. Sie ist hier vielleicht nur mit dem Spiel beschäftigt. Das war so eine kleine Unterscheidung, die ich ganz wichtig finde für die Praxis. Oft mischt sich das in der Praxis total. Also sowohl das Lernen als auch das Üben von aktiver Kommunikation, als auch das Modeln in der unterstützten Kommunikation, weil es ja oft das gleiche Material ist, das verwendet wird, die gleichen Piktogramme und so weiter und meistens auch in einer Situation mehrere Sachen gleichzeitig laufen. Wir machen gerade etwas zum Bereich Lernen, gleichzeitig kann die Person vielleicht auch aktiv etwas auswählen und ich könnte modeln. Also in der Praxis ist das fast immer zusammen, aber trotzdem finde ich es für uns wichtig, dass wir verstehen, dass das drei getrennte Sachen sind. Ich hoffe, das hat so ein paar Impulse gebracht und ansonsten einen wunderschönen Tag und bis bald.